Ja, muss mal los. Schon guten Tag. Am Apparat ist der Christian Erbert von dem Finanzmarkt. Wie geht es Aha. Ihnen? Mir geht gut. Und selber? Bei mir auch alles in Ordnung. Wie läuft es beim Investieren? Wie weit sind Sie? Also an welchem Schritt sind Sie? Haben Sie schon investiert? Haben Sie ein aktives Handelskonto? Hab ich was? Haben Sie ein aktives Handelskonto jetzt in diesem Fall? Sie haben sich bei Bitcoin System für ein automatisiertes Robosystem sich angemeldet. Ja, und ich habe aber nicht genau. Anmeldung machen, will ich dann den Geldverdienung machen, aber kein genau. Nicht verstanden, okay? Wie was muss man machen? Genau Blut dafür bin ich da. Ha? Genau dafür bin ich da, Rashid, okay? Okay. Haben Sie sich schon entschieden, mit welchem Betrag Sie es machen möchten? Nochmal? Es gibt eine 250, 500 und 1000 Euro. Mit welchem Betrag möchten Sie es anfangen? Ja. Das war eine Frage, lieber Herr. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ich kann nichts noch nicht ganz wissen, weil ich den Fragen, wie viel Benchelidit, wie sagt man bei Deutschland, an Profit kann man also, machen bei das Company? 100%ige Prognose geben wir natürlich Ihnen nicht. Wir werden auch Ihnen nicht sagen, dass Sie, wenn Sie 250 investieren, übermorgen Sie werden also eine Millionär werden. Ne? Okay. Sie werden ein Lernsystem bekommen, Sie werden es lernen, wie man Geld profitieren kann. Und in der Woche, sag ich jetzt mal, 20 bis 50 Euro ist komplett in Ordnung. Ne? Aber wenn man also 250 Euro nimmt, dann 20 bis 50 Euro bei einer Woche? Ja. Okay. Ungefähr. Also, das kommt daran, in welchem Market Sie es machen. Ne? Es kommt daran, also, ob Sie mit der Kryptowährungen arbeiten, ob Sie in einem professionellen Personalbroker zusammenarbeiten oder nicht. Auf jeden Fall, Ratchet, an Ihre musmalus87@tone.to E-Mail-Adresse. Ist das Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Ja, das ist so für alle Spamming, aber genau. Wenn wir Business machen, kann ich den richtigen geben, okay? Ja, ich habe Ihnen jetzt also an diese musmalus87@tone.to eine E-Mail-Adresse, einen Link gesendet. Können Sie bitte an den Lautsprecher anschalten und gehen zu Ihrer E-Mail-Adresse? Ja, warte. Schalten Sie an den Lautsprecher und gehen Sie ganz einfach zu Ihrer E-Mail-Adresse. Vom Aha. Christian Herbert, Sie haben eine Nachricht bekommen, oder? Sehen Sie es? Noch einmal, was ist das? Christian Herbert? Christian Herbert, das bin ich. Mein Ach, Name so, ist Christian Herbert. Okay. Genau. Jetzt, Bei E-Mail-Adresse steht, too many login attempt. Das, zu oft Login-Versuch machen. Ich kann mir nicht anmelden, erst morgen wieder. Oh, bei Ihrer E-Mail-Adresse meinen Sie, oder wo? Machen. Ja, machen Sie es am besten mit Ihrem Handy. Können Sie mir das Linkadresse sagen, weil E-Mail jetzt nichts funktioniert machen? Ja, jetzt öffne bitte dein Handy. Aha. Okay. Was für ein Gerät nutzt du? Also ist das Samsung oder Android oder? Nein, machst du mit dem Laptop? Mit dem Computer machst du das. Ja? Mit Computer. Okay. Aha. Dann mit deinem Computer. Lade bitte ein AnyDesk-Applikation auf dein Computer runter jetzt. Das machen wir aus Sicherheitsgründen. Ich habe nichts verstanden. Ja, öffne ganz einfach Google. Also, du hast ein Windows, ne? Ja, öffne ja, Browser und im immer Google. Ja, dann warten wir. Kein Problem. Dann werden wir an der andere Thema reden. Also, womit sind Sie beschäftigt eigentlich? Was für einen Beruf haben Sie? Noch einmal? Was für Beruf haben Sie? Bei Bauernhof arbeiten, was alles machen. Wie bitte? Bauernhof arbeiten. Bei Bauernhof. Ach so, haben Sie eine Ausbildung gemacht damit? Nein, ich bin bei Indien gegangen wegen Krieg und Katastrophe, bei Deutschland kommen und jetzt bei Bauernhof arbeiten, okay? Aha. Aha. Ja, gut, das habe ich ja verstanden. Wer bitte? Wo ist denn Callcenter? Unsere Callcenter, wo ist? Ja, wo ist der? In Österreich. Österreich-Wien. In Österreich? Wir haben, genau, Austrien.
Australien? Österreich. Österreich, aha. Wien. Vienna, right? Genau. Eine Halberer Straße. Ja. Die Informationen werden Sie selbstverständlich also weiter erhalten. Sie werden auch schriftlich bekommen, alle Daten. Ja. Ich werde den ganz einfach, wie bitte? Was soll ich machen? Irgendwas erhalten? Sie werden Benachrichtigungen bekommen an Ihre E-Mail-Adresse. Oh. Per E-Mail, womit Sie sie jetzt anmelden, Sie werden bekommen auch eine Nachricht, dass Sie 250 investiert haben. Danach werden Sie also Passwort, Login, Benachrichtigungen, also Ihre Gewinne, Plus, Minus und so weiter und so fort. Ne? Kann man auch das werden Sie jetzt alle selber sehen. Wie bitte? Kann man auch den Minus machen, also dass den Geld weg... Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, oh. Sie werden auch Minus machen. Ist denken gefährlich? Sie, Sie werden nur noch... Nein. Also wenn Sie mit einem professionellen Personalbroker zusammenarbeiten, Sie werden mit weniger Risikos. Also wie möchte ich Ihnen sagen, Rashid, wenn Sie jetzt also eine 250, wenn Sie jetzt eine 250 investieren möchten, zum aha. Beispiel, ja. Also Sie werden eine Möglichkeit haben, in einem Monat zum Beispiel diese Summe zu verdoppeln. Oh. Also Sie tun jetzt eine 250 rein, übermorgen wird diese Summe, also nicht übermorgen, sondern nächste Woche, wird diese Summe 500, ne? Ja. Und dann werden Sie also weiter Gedanken machen, wie Sie also mehr investieren können. Ne? Ja. Also mehr Geld reintun, weil wenn Sie 250 von 250 ein 500 gebaut hätten, erinnern Sie sich bitte, also was würde passieren, wenn Sie mit einer 1000 Euro anfangen? Ja, oder ja, eine 20 schon, Euro? Ich schon rechnen, wenn man das macht bei, warte, ich muss einmal Taschenkalkulatore nehmen, warte mal eben. Ja. Das gibt es bei Computing drinnen, weil Smartphone hat Spider-App, okay, ist nichts mehr so gut. So, jetzt sagen wir 20 und 50 ist in Mitte ja 25. Nehmen wir 25 mal 4 bei einem Monat, sind 29 Euro bei einem Monat. Das heißt, wenn man... Ja, ungefähr. Also kann sein, dass es 130 wird, kann sein, dass das 70 wird. Ne? Ja, ja, also ja. Das müssen Sie quasi selber sich entscheiden. Ich mich okay? entschieden. Und dann, wenn man das, kann man ein 500 Euro bei auch nehmen, ja, und das Investing machen? Ja, ja, ja? Natürlich. Ist also, gut für alles, einen was Anfänger selber... oder nichts gut für Anfänger? Es ist gut. Es ist gut als ein Anfänger. Wir haben aha. einen Kunde, ne? Ja. Er heißt, glaube ich, Herbert. Ja, der ist Herbert. Er ist 40 Jahre alt und er hat gecheckt, ne? So ein Issue, ne? Sag ich auf Englisch, so ein Mist, dass wenn man also neu sich bei uns, also in die Plattform angemeldet hat, ja. ne? Dann investiert eine 250, ne? Und diese Summe, die er so also investiert hat, diese 250, ist gar kein 250 mehr, ne? Es ist also 252 geworden, zum Beispiel. Aha, ne? Ja. Und er hat gemerkt, dass in 2 Tagen als Anfänger bei neu registrierte Webseiten, wenn er investiert, er bekommt sofort ein 10 Euro Plus. Ne? Also er investiert eine 250, er baut davon eine 260 und hat überall eine 250 investiert und jetzt in diesem Fall hat mehr als, er hätte Geld, ne? Er hätte zu viel Geld. Und zu da viel hat Geld gibt nicht. Zu viel Geld und deswegen er hat 20 Mal in verschiedene Unternehmen ein 250 investiert. Ne? Okay. Und mit diesen 250 Euro, alle 250 als eine Anfänger, wenn Sie sich also eingeloggt haben, wir werden Ihnen also das Beste geben. Ne? Wer hat gelogen? Sie sind Anfänger. Ja, er hat sich eingeloggt, er hat investiert und hat also ganz einfach mit einer 20 Mal, mit eine, also 200 Euro gebaut. Ach so, da, wo er natürlich, also, ne? Ja, er hat sich eingeloggt mehrmals. Er hat überall bei alle Plattformen als eine Anfänger sich angemeldet und aktiviert sein Handelskonto. Und dann hätte der Geld profitiert. Da muss man also ein bisschen mit dem Bauchgefühl und natürlich die Kenntnisse. Wir verkaufen Ihnen quasi die Kenntnisse, ne? Also die Lernsystem, also die PDF-File, die Produkte, die Sie brauchen, also es alles schneller mitzubekommen. Ne? Also, wie weit sind Sie also? Haben Sie Ihre Computer jetzt an? Computer ist angemacht, aber können wir dann, wie ist, wenn ich jetzt sagen, bei einem Anfang 500 Euro geben, da kann ich nächsten Monat auch noch ein Geld geben bei Konto drinnen? Oder kann man nur einen machen? Super.
Ja, dann lassen Sie uns ganz einfach mit einer 500 Ihre Handelskonto aktivieren. Sie werden es also sehen, wie es weitergeht, okay? Ja, aber wenn gut, wenn ich sage bei einem Monat, zweimonatigen, dreimonatigen, ist sehr gut, mir gefällt, kann man dann noch mehr Geld geben bei das Konto drinnen oder nicht? Selbstverständlich. Also Sie Ja? können entweder heute aktivieren. Ja, natürlich. Lieber Herr, wir tun alles, was möglich ist, damit Sie mit weniger Risiko Geld profitieren können. Mit Ne? Geld Profit machen? Also Geld profitieren. Also Sie werden internationale Transaktionen tätigen zum Beispiel. Es kommt daran, also ob Sie in welchem Markt Sie es machen möchten. Ne? Es Aha. gibt ja Kryptowährungen. Es gibt International, zum ja? Beispiel, Aber will ich nichts ja, es gibt mit Pakistan und nichts mit Putin machen, okay? noch gar nicht, gar Gut, keine, gut, gut, gar gut. nicht. Weil das möchte ich nicht, okay? Nein, wir sind dagegen. Wir sind gegen Kriege, wir sind gegen die Blut, Gegen Blöd? die Ich Leute auch. schwarz. Ich bin auch gegen Blöd. Ganzen Tag. Ja. Ist nichts gut. Es ist sehr schlimm, aber auf jeden Fall, da kann man nicht ganz einfach hinsetzen und sagen, dass das schlimm ist. Da muss man irgendwie sich entschieden, wie es also weitergeht, ne? Ja, das ist nichts gut. Weil die manche Leute sind dagegen, aber die kaufen eher russische Lebensmittel zum Beispiel, ne? Die gehen also ab nach Russland und so weiter und so fort. Und Kann man damit, denn noch machen? sag ich jetzt mal, wer bitte? Kann man noch bei Russland reingehen? Ich glaube, geht nichts mehr, oder? Nein, da sind die Leute, die Lebensmittel zum Beispiel. Da sind zu viele Russen eigentlich. Zu Das ist viele? das Ding. Lieber Herr, in welchem Schritt sind Sie jetzt gerade geblieben? Ich bin bei Berlin. Berlin. Nein, nein, nein. Wo, E-Mail-Adresse haben Sie geöffnet? Nee, nee, nee. Es ist doch das Logout machen. Brauche ich ein. Ja, Ich dann soll loggen Sie was. sich bitte da ein. Du gesagt, ich soll was runterladen? Internet Explorer, right? Was für eine Internet Explorer, lieber Herr? Ich soll eine App für Trading runterladen? Download machen? Nicht jetzt, nicht jetzt. Erstens müssen Sie die Einzahlung tätigen. Ja, aber wie Also machen? erstes, also ja, ich habe Ihnen einen Link gesendet. Öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse und klicken Sie auf den Link drauf. Aber ich komme jetzt ja gerade nichts rein. Ich habe zu oft Passwort falsch machen. Muss ich mir die Links sagen? Muss ich Ja, bei haben Google Sie Chrome vielleicht WhatsApp reintippen? unter dieser Nummer? Nein, 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 nichts benutzen. Nur Telegram, ja? Nur Telegram. Dann Aha. schreibe ich Ihnen also mit der Telegram. Es ist doch kein Problem. Hier muss ich bei Also Google nicht Chrome ich, aufmachen. sondern wir haben so eine Abteilung, womit wir es alles machen können. Aha. Okay? In Okay. diesem Fall öffnen Sie bitte Ihre Telegram. Sie werden von meiner Seite einen Link bekommen. Okay. Okay? Gibst du mir dein Telegram-Adresse? Kann ich dir schreiben? Ja. Ich sende Ihnen jetzt ein Hallo zum Beispiel. Ich schreibe Ihnen jetzt ein Hallo. Kurz Augenblick, bitte. Ja, aber du hast doch gar nichts mein Telegram-Namen. Das kannst du nicht machen. Mit einer Handynummer. Sie haben doch Ihre Handynummer mit Telegram Nein, nein, verknüpft, nein. oder? Telegram ist mein indisches Telefon, mein Indien-Telefon, okay? Also Telegram. Ja, wie heißt du bei Telegram? Ich dir schreiben. Ja, jetzt sende ich Ihnen. At Ich weiß Contact. nicht, wie ich heiße an der Gib mir deine Telegram, Nummer, ich dir aber das schreiben. ist nicht mein Personal. Das ist. Oh nein, nicht so gut. Sag mir doch einfach den Lieber Herr, wir. Internetadresse, das ist so kompliziert, Complication machen bei deiner Firma drinnen. Benchot. Dann. Ja, ich muss doch eine E-Mail-Adresse geben. Wir machen es alles eigentlich mit einer Na E-Mail-Adresse. gut, dann ich dir andere Also, E-Mail-Adresse nein, nein, geben, weil nein, ich das, so dumm hier nein, 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 es ist rauszusperren ein mache. bisschen also kompliziert, ne? Ich erzähle Ihnen alles, Aha. aber ich habe überhaupt keine Möglichkeit, Ihnen etwas zu senden. Doch, Sie eine haben andere eine E-Mail. Ich gebe dir eine E-Mail-Adresse andere da. E-Mail, weil habe ich Account Auslog machen. Nichts reinkommen mehr bei Ja, Google drinnen. ich hab Ihnen also von Tony Wilson gesendet. Oh. Ja, aber geht ja gerade nichts. Website, gebe ich dir andere Adresse, du aufschreiben? Okay, dann sagen Sie es bitte. Rakesh, wie den Namen Rakesh. Buchstabieren Sie es bitte. Ra Oder warten Sie mal. A Oder warten Sie K mal. Laden Sie S bitte an Ihre Computer jetzt S eine Anydesk-Applikation. Punkt S Laden Sie. U Nein, warten, warten H Sie, warten Sie, Stopp, oh, warten du Sie. mir immer unterbrechen, du musst ich immer wieder von vorne anfangen. Das Nein, ist nein, nein, nichts nein, gut. nein, warten Sie. Nein, Sie brauchen nicht von vorne anzufangen. Jetzt öffnen Sie Ihre Google. Also Google. Google in der, ja, wir laden eine Versicherungsapplikation auf Ihrem Handy runter, okay? Versicherung? Auf Ihrem Computer. Ja, gehen Sie Google und schreiben Sie bitte Anydesk da rein. Wie schreiben? A, Aha.
N. Malta. A. A wie Anton, ne wie Nordpol, Epsilon. Aha. D wie Dora. Aha. E wie Emil. Aha. S wie Sarah, K wie König. S wie Sarah. Das wird wieder der Beste. S wie Sarah, genau. Und Sarah, dann? Ein S. K wie König, also König, König, K. Der King, okay. Genau. Hast du jetzt also Any Desk, Any Desk. Jeder Schreibtisch auf Deutsch, okay. Und das soll ich das dann bei Chip-Download machen? Ja, in Google, ja. Jetzt müssen Sie diese Applikation runterladen. Ah, auf Ihre Computer. Wir machen ein Momentding. Also mal gucken. Wie lange du denn schon machen, meine Bruder, sag mir. Lange. Wie lange? Ja. Einen Jahren oder vielen Jahren? Paar Jahre ungefähr. Ein Profit, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Expert. Ja, das ist eigentlich sehr super, sehr super. Wenn du sogar darauf nicht achtest, es bringt dir eh Geld. Ne? Was also wenn du zum Beispiel in Urlaub bist, ne? Bei Urlaub. Also gehst du zum Beispiel Urlaub und wegen VPN kannst du nicht also Zugriff zum den App haben, ne? Was danach bedeutet? Wirst du also per E-Mail Benachrichtigungen bekommen, dass du zum Beispiel mit einem automatisiertes Robosystem 50 Euro zum Beispiel Gewinn gemacht hättest. Was zum ist Beispiel, ein automatisiertes Robosystem? Was den bedeutet? Also das ist diese MT4 und MT5 Plattformen. Diese, ja, diese Software, war womit ich ein Krieger, dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Das war ja, wie weit sind Sie jetzt? Wie weit sind Sie jetzt eigentlich? Den Download bei runterbringen. Genau, jetzt laden Sie bitte Anydesk runter und öffnen Sie es bitte. Okay. Das ist jetzt ein weißer... Wie gesagt, dafür brauchen Sie eigentlich gar nicht sich anzumelden, bezahlen oder etwas Ähnliches. Ganz einfach herunterladen, öffnen, nutzen und dann können Sie es halt löschen, wenn Sie es nicht mehr weil brauchen. Weil oben steht Lizenz starten oder kaufen. Bei dem Programm drinnen. Nein, das brauchen Sie nicht. Haben Sie, okay. Sind Sie sicher, dass Sie Anydesk Remove Desktop? Sind Sie sicher, dass Sie an der Anydesk.com sind? Ja, das ist ein Programm bei Computern nun drinnen, die den aufmachen. Da steht kostenlos Lizenz, nicht professionelle Nutzung. Test Lizenz starten oder kaufen. Und darunter steht ein professionelle Nutzung stand da. Lieber Herr, wenn Sie im Google Anydesk reinschreiben, ich buchstabiere es erneut. Aha. Anton Nordpol, Y, aha. Dora, Emil, Sarah, König. Stimmt so. Dann ja, werden dann werden Sie ganz einfach die Webseite sehen. Da wo stand All Platforms, All Devices. Okay. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen. Also da ist eine rote Knöpfchen. Jetzt herunterladen. Scheitert klicken Sie da drauf. Ja, ich doch schon machen. Programm offen. Application offen. Opening. Super, starting. Was haben Sie jetzt vor Ihnen? Sehen Sie Zieladresse? Ah, da steht Your Address, it's a 9-Digit Number. Warten Sie mal. 9 Zahlen bei Computer drauf. Okay, gut, jetzt sagen Sie mal bitte diese Zahlen. 614. 614. 536. 5, 9, 6. Was 9? Da war keine 9 dabei. Da war kein 9. Ich habe 6, 1, 4, ja. 5. 3, 6. 3, 8, 6. 5, 2. 8, 5, 2. Right. Also ich wiederhole, die Zahlen sind 6, 1, 4, aha. 5, 3, 6, 8, 5, 2. Stimmt so? Richtig. Jetzt sende ich Ihnen ein Sicherheitsbogen. Sie haben es gerade bekommen. Bitte akzeptieren Sie es. Also akzeptieren, annehmen. Also scrollen Sie nach unten, markieren Sie bitte die zwei weiße Quadrate, die da stand. Ja, da haben Sie super gemacht. Jetzt gehen Sie bitte zu Ihrer E-Mail-Adresse. Ne, geht ja nicht. Ich will doch sagen, das ist zu oft. Nein, E-Mail. E-Mail. Loggen Sie sich bitte an Ihre E-Mail, ja. Ja, bei Tonne nichts funktioniert. Nicht zu oft einloggen machen. Und den anderen E-Mail-Adress bei Smartphone drauf. Ja, ja, melden Sie sich bitte mit einer anderen E-Mail-Adresse da rein, okay? Ja, ich kann also das bei Smartphone drin und nichts bei Computer. Ja, dann laden Sie bitte eine Anydesk-Applikation auf Ihrem Smartphone. Du musst mir nur das Adresse sagen. Wo ist denn ein Problem? Was für eine Adresse? Von meine E-Mail-Adresse.
von Website. Guck mal, wir bei noch eine Nein, nein, ich sende. Ja, ja, das ist richtig. Www. Ja, warte, warte, dann mache ich es. Dann machen wir es. Richtig. Gut, Ratchet. So, warte, warte, hier. Du hast das, oder? Trends Education. Also, Market, oder was? MarketTradersEducation.de. Aha. Nee, Punkt Education. Slash D. Jetzt, genau, jetzt schließe bitte also die Information. Da stand Welcome to Market Traders, ja, our Coach und so weiter. Ich würde den lesen. Not ja, lesen Sie es. Ja, lesen Sie es bitte. Lesen Sie alles bitte durch. Okay. Nur einmal gucken, was man. Genau. Genau. Da haben Sie recht. Oben sehen Sie ein blau Knöpfchen Paket kaufen. Aha. Klicken Sie da drauf, bitte. Mit den 99 Euro, Sie werden die Möglichkeit haben, Ihre Handelskonto aktivieren, wenn Sie aus Afrika sind. Für die afrikanischen Länder Mindestbetrag ist 99 Euro. Aber Indien, für europäische Region, Bangalore, ja, India. Aber ja, aber für die Afrika, für europäische Region Mindestbetrag fängt mit 249. Indien ist mittleres nichts bei Europa Niveau. Drinnen, ja? Indien nichts bei Europa drinnen. Na, also wenn ihr, Sie Ihre Einzahlung von Europa machen, ne? Es geht zum Datenschutz. Da müssen Sie also Transaktionszinsen bezahlen. Ne? In diesem Fall, Sie werden Möglichkeit haben, mit einem Mindestbetrag mit 249 es machen. Aber Sie wollten doch mit den 500, oder? Da gibt es einen 499-Betrag auch. Und also eine professionelle Trader. Sie werden die Summe sofort auf Ihr Handelskonto haben. Und aha, da unten stand alles, worauf Sie Zugriff haben würden. Klicken Sie bitte auf Paket kaufen drauf. Was ist, scrollen Sie nach unten. Was ist tagligen Marktnachrichten? Was soll das bedeuten? Nachrichten. Genau, oh, da News. Sind also zum Beispiel die Neuigkeiten, wenn da gibt es eine neues Info, zum Beispiel Bitcoin ist runtergefallen, da braucht man, also muss man jetzt kaufen. Wo ist der runtergefallen? Zum Beispiel Bitcoin, wo? Preis von Bitcoin. Ist schlimm geworden? Jetzt in diesem Fall nicht, zum Beispiel. Oh, also wenn es runtergeht, Sie werden eine Benachrichtigung bekommen. Ach so, dass man schnell denn alles Verkauf macht. Ja, 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 direkt auf Ihrem Handy, also wie beim Tagesschau, ne? Also oh, Sie werden sofort es alles sehen. Jetzt wählen Sie bitte den Paket, wie Sie kaufen möchten, aha, und klicken Sie auf Paket kaufen drauf. Also, na, wählen Sie den Betrag. Warte mal. Nein, 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 Betrag. Also beim 249 oder 99. Nein, Sie brauchen nicht so viel mal da drauf zu klicken. Jetzt klicken Sie auf Paket kaufen drauf, bitte. Mit welchem Betrag Sie möchten es machen? Das ist immer nur sagen Sie jetzt, ja, ja, sagen Sie mal bitte, mit welchem Betrag Sie es machen möchten. Mit einem 500? Mit ne, ja, das wird den 500 machen, aber... Ja, scrollen Sie nach runter. Nein, scrollen Sie nach runter. Nein, Sie brauchen es nicht mehrmals zu öffnen, lieber Herr. Schließen Sie alles. Wenn Sie dreimal draufdrucken bei Paket kaufen, nichts passiert. Ja, ich sag Ihnen, warten Sie, warten Sie, warten aha, Sie, machen Sie nichts. Schließen Sie bitte jetzt die weiteren Seiten, die oben sind. Okay. Sie haben es dreimal geöffnet. Ja, jetzt erneut. Öffnen Sie einen Browser. Aha. Nein, der Browser. Nein, nein, also diese Google Chrome hier, das hier. Nein, 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 nicht beim Anydesk reinschreiben, das ist keine Webseite. Ach so, das ist nichts, kein Browsing? Nein, das ist also das so wie ein das. Antivirus. Genau, Antivirus? Warte. Okay. Genau. Nein, nicht Anydesk. Nein, warten Sie, warten Sie, aber, warten Sie. Lieber oh Herr, lieber Gott. Herr, warten Sie, ich mache es, okay? Mein Herz geht kaputt. Ich kann alle falsch machen. Ich kann Geld gewinnen machen. Nicht nein, gut, es ist richtig. Ist alles in Ordnung. Jetzt, ich werde Ihnen zeigen, okay? Jetzt klicken wir auf Paket kaufen drauf, okay, und hier unten, nicht hier, sondern hier unten, nach runter scrollen und, ja, noch nach runter. Da ist eine WhatsApp-Support. Also wenn Sie natürlich was soll ich jetzt also machen? Ein Chat, Download klicken? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Machen Sie nichts. Schließen Sie es bitte. Schließen Sie es mit dem X. Scrollen Sie nach runter bitte. Also hier auch schließen. Genau. Nach runter scrollen jetzt. Nach runter, nach runter, nach runter. Hier. Sehen Sie oben.
Ja, nach oben jetzt. Oben oder also runter? da wo stand 499. Da stand Paket kaufen, sehen Sie? Nein. Unter dem Trader scrollen Sie nach runter, 499. Hier, jetzt Naruto scrollen Sie ein bisschen nach runter, ein bisschen nach runter. Und klicken Sie auf Paket kaufen drauf. Aha. Genau. Dieses Paket werden Sie kaufen. Okay. Jetzt scrollen Sie nach runter und tippen Sie bitte Ihre Vorname, Nachname, Land ist richtig, Straße, Ort, Bundesland und so weiter. Lieber Herr, und in diesem Fall aus Sicherheitsgründen, ich bitte Ihnen also mir Bescheid geben, was Sie machen, okay? Aha. Also es heißt nicht irgendwo da draufklicken, wenn Sie es nicht verstehen und gleichzeitig auch reden, sondern mir zuhören, weil ich Ihnen genauer sagen kann, wo Sie draufklicken müssen, damit es also schneller und richtiger weiterläuft. Okay. Gut. Also Straße brauche ich nichts fragen im Skirgen. Wer bitte? Also Postleitzahl müssen Sie unten schreiben. Wo denn? Scrollen Sie nach oben, bitte. Du sagst unten, jetzt wieder hochgehen. Was soll ich machen? Nein, Sie haben so viel runtergegangen, ne? Runtergescrollt. Oh. Jetzt hier, warten Sie. Hier, da draufklicken. Genau, hier oben löschen. Nicht alles, sondern nur noch die... Genau, beim Ort Ihre Stadt reinschreiben. Nein, nicht Postleitzahl, sondern Stadt, Name. Am Skirchen, right? Gut. Jetzt nach runter scrollen und Ihre Handynummer reinschreiben. Aha. Ohne Null. Ich kann auch diktieren. Nein, muss ich nichts machen. Ich meine, andere Nummer okay. Nehmen. Ja, schreiben Sie die Handynummer, womit Sie es machen. Aber Sie müssen, lieber Herr, Sie müssen eine E-Mail-Adresse da eintippen, woran Sie Zugriff haben. Haben Sie Zugriff an diese E-Mail-Adresse? Nein, dann nehmen wir einen anderen. Telefonziege@gmail.com ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Haben Sie Zugriff zu dieser E-Mail-Adresse? Ja, ja, das ist mein Business-Adresse, right? Achso, gut. Jetzt die Frage ist, mit welcher Zahlungsmethode möchten Sie es machen? Sie machen es entweder mit einer Visa, Meister oder einer Girokarte. Welche davon haben Sie? Eine Überweisung machen, okay? Also Online-Banking meinen Sie. Aha. Sie haben eine Girokarte. Aha. Jetzt scrollen Sie nach oben bitte, da wo Ihr Name stand. Da oben? Ja. Oben, sehen Sie, da ist ein begrenzter Platz mit einer Signatur. Wo denn? Rechts. Aha. Hier. Da müssen Sie unterschreiben. Unterschreiben Sie da bitte. Okay, warte. Und das hier ist wichtig auch. Hier ein paar Mal auch. Ich verstehe euch Hurensöhne nicht eigentlich. Was ist mit euch los? Was Digga? Hast du wieder eine halbe Stunde verloren, du mieser Scheißbetrüger, Junge, du kriminelles Schwein. Ich hab mir gedacht, hey, bin ich so doof? Ja, bist du. Du arbeitest bei Betrügern, du bist super dumm. Mann, Alter. Du bist richtig dumm. Was soll man jetzt weitermachen? Was heißt hier weitermachen? Du bist live im Internet, du Trottel. Du wirst gerade von 10.000 Leuten ausgelacht, du mieser, dreckiger 10.000 Betrüger. Leute? Was geht ab, 10.000 Leute? Willst du dich irgendwie rechtfertigen? Warum nimmst du Leuten das Geld weg, Mann? Schäm dich. Bist du behindert? Du kannst doch auszahlen lassen, die Summe. Erzähl mir doch keinen Scheiß, Alter. Der kriminelles Pack da. Versuch doch gar nicht, dich zu rechtfertigen. Du bist dumm, weil du da arbeitest. Du bist behindert, Alter. Ich sag dir doch, du kannst ja einzahlen und danach auszahlen lassen. Bist du behindert? Ja, normal. Eine Stunde Abzugzeit geklaut. Schade. Ja, für dich schade, dass du dein Leben so wegwirfst. Du bist eine Schande. Ja, Rashid, halt die Presse. Du bist im falschen Scheiß. Wie ist deine Name nochmal? Ich bin Dimitri, du Idiot. Hier ist nichts Rashid. Wie ist deine Name, Rashid? Dimitri ist mein Name. Du bist ein scheiß Krimineller. Du kannst so denken. Du kannst ja tun alles, was du selber also willst, du hast aber richtig, wir werden jetzt. Richtig schlechtes Headset. Ich zeig dir jetzt mal, wo du gute Headset kriegst.
Das ist hier meine Kollege, PC-Profi Südlund. Sag mal jetzt, wie deine YouTube-Adresse ist. Oder machst Telefonziege. Du weißt du, guck mal, hier Telefon? Kriegst du Telefonziege, weißt du, hier kriegst du Gaming-PC, Software, Hardware, wenn irgendwelche Leute mal euren Rechner hacken. Wenn du mit dem Code Telefonziege da einkaufst, kriegst du 5% Rabatt, also wenn du mal irgendwas brauchst, ne? Nur ein bisschen Werbung zu machen. Freut mich sehr. Ich habe gefunden deine YouTube. Schön. Möchtest du dich irgendwie rechtfertigen oder so? Warum machst du das? Hast du keine Arbeit gefunden? Niemals. Bist du nicht zur Schule gegangen? Auf jeden Fall, hör mal zu, auf jeden Fall, du bist an der falschen Adresse. Hör mal zu, Dummkopf. Du hast eine Möglichkeit, also investieren, und wenn du es nicht mehr weitermachen willst, du kannst ja auszahlen lassen. Ach, das gibt's doch. Erzähl mir doch nichts. Ja, du kannst doch, Junge, bist du doof? Wie soll ich dir das erzählen? Also du musst doch noch eine E-Mail-Adresse bekommen, da musst du doch noch Danke schreiben, die werden es alles überprüfen und danach nur werdest du diese Summe auf dein verfickter Handelskonto haben. Ja, wer glaubt das denn? Das ist nicht meine Schuld, dass du dumm bist, Digga. Du bist doch doof. Gib einfach mal, wie ich das gerade mache, deine Internetadresse ein. Da warnen die ganzen Leute für dich. Was für eine E-Mail-Adresse? Scammer und unseriöse Broker, da werdet ihr genannt. Dann bist du bei auf LinkedIn, jeden Fall. Bei ja, brokerzahltnicht.de steht hier auf der schwarzen Liste seit 30. November 22. Und ich glaube, dich und deine Kollegin habe ich auch schon 6 oder 7 Videos offen. Es ist ganz offensichtlich, dass ihr ganz, ganz schlechte Betrüger seid mit falschen Namen, Alter. Bist du aus der Türkei oder wo bist du her? Merhaba. Soll ich dir ehrlich sagen? Ja klar, vielleicht wäre das einzige. Ich bin dein Vater. Ah, den Spruch kenne ich auch, der ist so langweilig. Ja, wer ist dein Daddy? Sag mal, wer ist dein Daddy jetzt? Ich bin kein Pituch. Das ist Zeitverschwendung, tut mir sehr leid. Da sind sehr, sehr viele Leute. Nein. Doch, dein jetzt Leben ist absolute leider, Zeitverschwendung, du bist ein Krimineller. Freut mich sehr, dass du so denkst. Freut mich sehr. Auf jeden Fall, lass mich bitte Geld verdienen. Bleib da mit diesen 10.000 Leute drinnen, mach deine Recordings und lebe dein Leben. Da sind die viele Leute, die mir jetzt abwarten, damit ich ihn erreichen kann, damit also die Handelskonto zu aktivieren. Ich werde gleich deine Rashid, Nummer oder wie alle du heißt, bekannten also mir, Seiten reinballern. Halt du wirst in den Fresse. Nächsten Tagen soll ich, so viele soll ich tausend dir auf Anmeldungen die Presse kriegen. Jetzt auflegen? Ja, komm her. Soll ich dir jetzt auflegen? Feigling. Soll ich jetzt auflegen oder Feigling. Wie? Soll, bist du behindert? Ja, dann halt doch mal da deine Da werden Fresse sich so viele Leute anmelden. Jeder, der sich jetzt anmeldet, ist einer von uns. Ihr werdet keine ruhige Minute mehr haben. Wir kriegen euch alle. Das ist zum Abschluss für dich, Trottel. Alles klar, dann mach es. Ja, komm, verpiss dich. Ich werde dich heute Abend nochmal dir anrufen, okay? Ja, du kannst mich auch noch 500 und Mal sagen, anrufen. Nein, nein, nein. Ich werde also dir nochmal am Abend anrufen, nur um zu sagen, wie viele Leute ich die Handelskonto aktiviert hätte, okay? Wie viel du abgezockt hast. Damit du da auf deinen Arsch also hinsetzt. Auf jeden Fall, also wir geben den Leuten Möglichkeit, glücklich zu sein mit den Investierungen und ja, Traden bestimmt. Und so weiter. Ich habe dir ja, doch gerade lustig. Gezeigt, weißt dass du, ganz noch viele Seiten ist? Und Anwaltskanzleien vor euch warnen, dass ihr Betrüger seid. Und klar. Du glaubst wirklich, dass du mich noch vom Gegenteil überzeugt kriegst? Ich meine, wie verzweifelt kann man sein? Bist du nicht zur Schule Nein, kann gegangen? Ich nicht. Nein, du bist ja zu schlau für mich. Für dich für ist heute, eine Bergschnecke das ist halt zu alles. Schlau. Ach, halt deine Fresse, Mann. Soll ich mach jetzt mal. Auflegen? Ja, ich werde jetzt auflegen. Wenn du den Knopf findest, bitte. Mach doch, Trottel. Sag, ich höre dir. Sag was. Das ist so wichtig für mich. Das ist so wichtig Ach, für dich. Ja, geh Spaß. Zur Schule und such dir Arbeit. Das ist Hau das Einzige, was ich dir sagen kann. Sonst ja, ich gehe nur noch zu deiner Mutter eigentlich. Internetbettler. Ja. Du bist ein Internetbettler. Ein ganz trauriger Bettler, Alter. Geh dir mal passende Schuhe kaufen. Du hast einen linken und einen rechten an. Falsche. Ach nee, will ich nicht. Warte, ich habe ein Gedicht geschrieben dann, für Leute. Dann, wie. Soll ich dir das noch dann, vorlesen? Hey, Ratit. Warte mal. Ich wünsche dir noch einen Tag, okay? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sei Hauptsache gedund. Gedund. Bleib. Gut. Yes. You are from New Delhi? New no, Delhi Noida. State? I'm from Noida. Ja, okay, ja kein Bock mehr dir, mit dir. Ich habe für dich kein Bock, Ratchet. Doch, warte, du musst kein mein Bock Gedicht mehr. Hören. Ich habe ein Gedicht nein. für dich geschrieben. Nein, nein, weil ich du kannst so mir eine bladen. Eine oh, bladen, du. Okay, du mir eine bladen. Du jetzt 2 Minuten noch zuhören, deine Zeit ist nicht wertvoll. Du kannst warten, okay?
Nein, ich bin weg. Die Leute warten mir. Verdammt, ich habe ein Gedicht geschrieben, extra für dich, während wir telefoniert haben. Du musst dir das jetzt anhören. Bitte. Dann bin ich den ganzen Tag traurig. Sag, okay, ist heute dein Geburtstag. Ja, heute ist mein Geburtstag. Ich habe auch Lust. Mein 500. Video heute, das ist wie Geburtstag. In der Schule viel zu blöd, heißt es jetzt Telefongetröt. Statt Karriere, Kind und Frau wirst du fett und stinkst wie Sau. Von der Familie verstoßen, heißt es jetzt Bitcoin, Fake Shop, Lose. Bist absolut talentbefreit, zu jeder Missetat bereit. Statt Ehre, Anstand, kriminell, hoffst du auf Kohle viel und schnell. Schnell einen Namen ausgedacht, ein schlechtes Skript fix beigebracht. Lahm wie ein Faultier sitzt du da, nicht mal dein Fake Name ist dir klar. Arme Menschen zu betrügen, erfreut dich jetzt in Folgenzügen. Doch blödes Sacktum und Debil, wer hier arbeitet, kann nicht viel. Nicht mal betrügen kriegst du hin, schon wächst das dritte Doppelkinn. Bist zu dumm zum Sätze sprechen, Grammatik, Geo und auch Rechnen. Nur Fünfer, Sechser in der Schule, hast Juden, Christen, deutsche Schwule, liebst Adolf, Stalin, Erdogan, im hohlen Kopf nur Achterbahn. Ist dir ein Glücksabschluss gelungen, wird geklatscht und laut gesungen, Geschrei, Getöse und Krawall, Stimmung wie im Schweinestall. Und auch du fühlst dich ewig cool beim Elend in der Scheiße suhlen. Keine Ehre, kein Gewissen, mies ins eigene Nest geschissen. Das ganze Leben kriminell, heim zu Mutti, aber schnell. Deine 5 Minuten Fame kannst du bald auf YouTube sehen. Du wirst verarscht und ausgelacht, hast es im Leben zu nichts gebracht. Boy. Dreist, dumm, frech und blöd wie Brot, droht bald Hartz IV und Wohnungsnot. Meist gehasst in aller Länder, Leute wie du und Kinderschänder. Statt Opa Maulwurfs Kohle klauen, wird dir fett aufs Maul gehauen. Das geht noch eine Stunde. Aber du verstehst es sowieso nicht. Das ist cool. Ich kenne Drake. Kennst du Drake? Der rappt auch. Ja, der ist total klasse, Alter. Du bist ein Poet, aber du musst doch irgendwie, keine Ahnung, zum Radio, zum Fernsehen oder sowas ähnliches. Ich arbeite ja dran. Ich arbeite ja dran, weißt du. Gut, arbeite darauf und vergess bitte nicht, dass ich deine Mutter gefickt hätte, okay? Ciao, Ratchet. Seriöse Firma, woo! Ha, hammergeil. Wie der Typ noch versucht, Alter. Nein, es ist unglaublich. Aber ich hoffe, das Ding hat euch gefallen, Freunde. Teilen, kommentieren, Glöckchen aktivieren hilft mir sehr dabei zu wachsen und noch mehr von diesen Knallköpfen hochzunehmen. Wir hören uns beim nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.